Hallo, willkommen zu Ahmed Küche. Heute machen wir Bulgur mit Paprika. Was wir für den Bulgur brauchen: Ich habe 300 Gramm Bulgur hier, ein Zwiebel, 30 Gramm Paprika, Tomatenpaprika, vier Tomaten kleine, eine grüne, eine rote Paprika. Fangen wir mit Zwiebel an. Ich habe 30 Gramm Butter drin und nochmal 30 Milliliter Öl. Schneide mal kleine und mit der Dolch auch und Herd an. Paprika, kleine. So, das reicht schon, eine Minute reicht schon. Kommt der Paprika rein. Nochmal eine Minute. Kommt die Paprikamark rein. So, schneide mal gleich die Tomaten. Mit der Dolch schneiden nur. Cocktailtomaten, vier Stück rein. So, jetzt kommt Bulgur rein, 300 Gramm wie gesagt. So, umrühren. Jetzt kommt Wasser, warmes Wasser. Gucken wir mal, das habe ich 400 Milliliter Wasser drin. 400, gucke ich mal. Okay, jetzt kommt noch Rinderbrühe. Eine habe ich. Kräuter, Knoblauch ist da drin. Thymian, Oregano und Paprika. Auch rein. Wenig Salz wegen Rinderbrühe. Erstmal. Pfeffer. Okay, jetzt alles umrühren. So, das decken wir so. Muss mal runterschalten, also muss langsam kochen. So. So, jetzt gucken wir mal. Ja, ist fertig. Sieht gut aus. Etwas noch umrühren. Also halbe Liter Wasser. Bei 300 Gramm Bulgur halbe Liter Wasser gebraucht. 25 Minuten hat es gebraucht. So, jetzt decken wir so nochmal. Ausschalten. 15 Minuten ruhen lassen. Dann ist es fertig. Gucken wir mal Bulgur, ja, 15 Minuten ist jetzt rum. Okay, nehmen wir mal den Becher rein.
So, etwas hereindrücken. So, jetzt den Teller. Und dann rum. So, genau in der Mitte. So. So kann man sie servieren. So, ich wünsche Ihnen guten Appetit mit Bulgur. Bis nächstes Mal, Ahmed. Tschüss.